Wunder der Natur, Perlen. Die Farben des Paradieses, Tahiti-Zuchtperlen. Die Schätze des Hussein Al-Fardan, die bedeutendste private Naturperlensammlung der Welt. Der lange Weg der Auster zu ihrer ersten Perle. Und in Swissmade, Imitationsperlen für die Pariser Haute Couture. Die alten Leute erzählen, dass die Austern bei Hagel an die Oberfläche kommen, sich öffnen und ein Hagelkorn aufschnappen. So entstehe eine Perle. They think that with the drop of the rain, something comes. Sie dachten, dass mit den Regentropfen etwas wie ein kleiner Stein herunterkomme, in eine Auster eindringe und dort zu einer Perle werde. Es ist magisch, weil man sie nicht wie Edelsteine bearbeiten muss. Saphire, Rubine muss man immer bearbeiten, um ihre Schönheit zum Leben zu erwecken. Die Perle aber ist mit ihrer Geburt schon schön. C'est aussi un signe éternel. Donc la perle ne mourra jamais. C'est que beaucoup de gens. Viele Menschen möchten nach ihrem Tod von Perlen begleitet werden. Sie sind also auch ein Symbol für die Ewigkeit. Eine Naturperle ist ein Geschenk der Natur. Man bekommt sie durch Zufall. Schon der Taucher findet sie zufällig. Es ist wie ein Symbol für eine große innere Freude. Lo splendore e la preziosità della perla hanno in tutti i tempi affascinato gli uomini, che non hanno mai esitato a sperperare somme favolose o a compiere grandi sacrifici. 60 years ago, I went with them when I am young. Vor 60 Jahren, ich war damals 14 Jahre alt, habe ich sie begleitet. I go only to give water, to give dates. Ich habe ihnen Wasser, Datteln oder Kleider gebracht. Ich war so etwas.